Hallo Leute und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Endlich mal wieder. Und heute habe ich sogar einen Gast bei mir auf meinem Kanal, aber ich bin gerade zu Gast bei Sunny. Ja. Und wir haben uns gedacht, wir drehen einfach coole YouTube-Videos für unsere Kanäle. Und was wäre ein YouTube-Video mit Sunny, wenn es nicht um Bollywood gehen würde, oder? Voll das Klischee, aber. Ein bisschen Klischee, aber es musste einfach sein. Ich bin ein großer Bollywood-Fan. Seitdem ich ein Kind bin, gucke ich Bollywood-Filme und ich finde die Frauen so wunderschön. Heute bist du auch. Ja, und die Kultur finde ich einfach mega, mega nice. Deshalb hat Sunny gesagt, komm, wir machen jetzt ein Bollywood-Umstyling. Und ja, ich, willst du was sagen? Boah, nee, ich bin voll aufgeregt. Weil mehr wissen, Pro. Das stimmt nicht. Ich dachte, du sagst jetzt, das stimmt. Das stimmt. Nein, lass mich ehrlich. Angst haben. Nein, Spaß. Ich bin mega offen heute. Also ich lasse heute alles mit mir machen. Ich höre später, löscht die so. Wie, ihr guckt mich bis zum Ende, Leute. Ihr müsst. Wie. Sie hat mir ein paar Produkte hier hingelegt. Mhm, weil Skin Tone. Ey, ich schwöre, bei dir läuft diese Giorgio. Ich habe die extra für dich mitgebracht. Warum? Ist das so dein... Achso, du wolltest so Hi-Fi? Aber die ist halt sehr nice. Ich dachte, du machst so richtig schönes Porzellan-Make-up. Ich hab voll Druck. Ich hab voll Angst. Nein. Was ist denn Kevin Okui? Das ist Okui. Okui. Warum hast du heute das Beste? Ich habe so viele High-End-Sachen, aber ich benutze immer Drogerieprodukte. Ja, Mann, und dann kommt die so mit Essen. Das ist der Beste. Das ist der Beste. Was ist das? Das ist ein Eyeliner von Boutique. Du so... Ja, ich wusste nicht, mit was du am besten arbeiten kannst. Highlighter! Mhm. Ist das Puder oder Bronzer? Das ist Bronzer, aber für dich ein Puder. Ich wollte schon sagen, Alter. Hauptsache, ich mache die so, das ist ihr Konturprodukt, ne? Ich so, Girl, das benutze ich nicht mal für meine Augenbrauen. Das ist ein Blush für mich. Wenn überhaupt. Ey, warte, Pinsel, hattest du welche dabei, ne? Aber das sind so Augenpinsel. Okay, gar nicht. Die sind nachher für Sunnys Video. Okay, weil ich benutze einfach... nachher ihr Kanal abchecken. Boah. Dann denke ich alles unten in der Infobox. Das wird funny, ey. Yep. Ey, meine Haut ist richtig am Arsch, ne? Sorry, wenn ich das jetzt so sage. Aber die ist hier richtig trocken. Mhm. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, ich habe irgendein blödes AHA oder BHA-Peeling benutzt. Ja, okay, überpflegt das, vielleicht, ne? Ja. Mhm. Das macht irgendwie voll Spaß. Ja, das fühlt sich auch gut an, muss ich sagen. Das riecht voll gut. Das ist voll gut, glaub mal, das ist richtig schön. Ich fühle mich irgendwie schlecht, so teure Foundation zu benutzen. Nein, ich verwende die sowieso nicht. Ich greife immer zurück auf meine Trended Up Sheer Nude Foundation. Echt? Trended Up ist gut? Ja, Trended Up. Ich liebe die Drogerie, da kann man einfach abgehen. Ja, richtig abgehen. Ich habe mir früher mal P2 gekauft. Kennst du noch P2? Ich glaube, die kommen, glaube ich, Comeback zurückgekommen, aber ich bin mir nicht sicher. Das wurde vor ein paar Monaten. Ich glaube. Irgendwie ist das funny, warum mache ich das mit einem blöden Foundation-Pinsel? Ich brauche einen Booty-Blender. Soll ich den nass machen gehen? Mach mal, ich weiß, okay. ich komme so mit so einem Foundation-Pinsel. Ah ja, du kannst einfach hier geradeaus und dann links. Okay. Hauptsache, ich schicke dir, als wüsste sie, wo das ist. Hör mal, diese Stille, wenn jemand geht. Ich nehme einfach ein bisschen Foundation noch. Ein bisschen schadet nie. Weißt du, was ich vorhin gerade gesagt habe? Ich so, scheiße, warum ich mit Foundation angefangen? Wegen Fallout und so. Aber das machen voll viele Make-up-Artists. So, aber die pudern mich ab. Wow. Also sie ist eigentlich ein Pro. Das war eigentlich nur so, weißt du? Doch, zum Beispiel Letizia Lemar, kennst du sie? Mhm. Ist auch ein Make-up-Artist und sie macht das zum Beispiel auch. Und echt, dann pudert sie erstmal nicht ab. Und dann kann sie halt immer noch korrigieren, weißt du? Ja, das true. Abnehmen und dann wieder drauf tun. Deswegen, ich bin dir so nah. Ey, ich glaube, ich weiß, dass das scheiße wird, aber anyways. Ey, was machst du denn eigentlich, wenn du so randomly so ein IGTV drehst? Mhm. Schminkst du dich danach direkt wieder ab oder gehst du nochmal raus oder so? Meistens ist es so. Weil ich sehe manchmal, du machst so die geilsten Looks, denke mir so, geht jetzt noch raus? Das fragen immer so voll viele, aber das, also wenn du mich immer in der Stadt triffst, dann triffst du mich immer ungeschminkt. Echt? Mich aber auch, ne? Fast immer. So, wir treffen zum Beispiel mit Freundinnen und dann sagen sie, ja, ich komme gleich, ich muss mich nur noch kurz schminken. Ich so, ja, ich muss mich mal kurz abschminken. Und dann komme ich. Aber das ist krass. Lustig, das ist richtig lustig. Sag einfach, also, wenn du was brauchst. Okay. Wenn du was brauchst. Als wäre das so mein Haus hier. Ist so lustig. Ey, das ist aber voll ungewohnt, jemanden zu schminken. Ja, ich finde das mega schwierig, jemand anderen zu schminken. Echt? Mhm. Also, du weißt schon gleich, dass du mich schminken musst. Also, ne? Und es ist zu hell? Nein, es ist nicht hell, aber es ist so ein bisschen trocken. Trocken? Mhm. Okay. Ja, der L'Oreal konnte sich das so krass decken, vielleicht deshalb.
Aber glaub mir, Indisch ist immer so, mehr ist mehr. Okay, ja dann. Aber gut, dass du vor Corona noch heiraten konntest. Ey, ne? Oh mein Gott, alle so zu mir. Boah, stell mal vor, weil meine Eltern wollten, dass ich dieses Jahr heirate. Mhm. Weil die einfach meinten, ey, macht euch doch keinen Stress, heiratet nächstes Jahr. Boah, Gott sei Dank haben sie schon vorher geheiratet, weil sonst hättest du nicht deine Traumhochzeit gehabt. Nee, die geht dann vorbei. Also ich kenne auch ganz viele Leute, deren Hochzeit ja auch abgesagt wurde. Ja, bei uns auch, bei uns auch. Obwohl mein Verlobter und ich ja sagen, boah, hätten wir mal dieses Jahr unsere Hochzeit geplant, weil dann hätten wir nicht so viele Ausgaben, weil eine türkische Hochzeit, ich will ja nicht wissen, wie viel eine indische kostet. Oi, oi, oi. Aber eine türkische ist auch schon relativ teuer, ja. Weil wir machen die auch nicht, obwohl, du meintest, Indien ist auch nicht so günstig. Ne? Nee, nicht wirklich, da kommen auch noch mehr Leute, aber Hochzeit generell kannst du mir egal wer das, wer mir das erzählt, Hochzeit ist und bleibt nicht günstig. Nee. Ey, du guckst die ganze Zeit durch Display, ne? Wallah, ich sehe nichts. Bist du kurzsichtig? Ich schwöre halt, nein, ich sehe kommt sie mit so Auto, ganz okay, ich guck, gefahren. Also ich sehe sowieso, nein, ich sehe wirklich nicht viel. Also ich habe jetzt nichts von meinem Gesicht gesehen. Und ich achte gleich drauf, dass bei den Augen, dass ich gar nicht mehr gucke. Nein, das ist schlimm, guck. Das ist irgendwie so, automatisch gucke ich da. Ja, hin. Ich weiß, es schwöre, das ist so ein YouTube-Ding, das stimmt. Okay, Augen nach oben. Nein, aber du hast einfach Talent dafür. Dankeschön. Verstehst du? Andere Leute schminken sich zum Beispiel. Manchmal schminke ich mich richtig lame. Und dann denke ich mir so, Alter, I have no talent. Weil bei dir ist das so, du machst einen Look und er sitzt. Der sitzt so richtig. Und das ist so krass, weil ich kannte dich ja schon vor meiner YouTube-Zeit. Scheiße, echt? Du ja. Bist ein Groupie? Ich weiß, wie lange ich dich schon kenne. Groupie. Ja, mein richtiges Groupie. Ja, ein paar werden sagen, Sunny, Dings, Merve, die macht dich hier zum Clown. Aber glaubt mir, Leute, that's Indian. That's Indian mit dem Make-up-Look. Also, ich glaube, meine Zuschauer hier auf meinem Kanal sind es gewöhnt, krasse Make-up-Looks zu sehen, oder? Ja, aber... Oder? Ja, ihr seid es auf jeden Fall gewöhnt. Aber du solltest mehr drehen. Ich habe heute ein bisschen rumgestalkt. Ja! Und ich so... Ich habe in der Corona-Zeit, muss ich ehrlich sagen, erstens, es tut mir leid, das zu sagen, aber mir hat die Motivation gefehlt. Ja, true. Und zweitens, so... Ich bin halt nicht so eine YouTuberin, die etwas postet, um etwas zu posten. Ja. Also ich möchte immer, dass ein Video auch irgendwie so ein cooles Thema hat und so. Und ich muss auch sagen, also das klingt vielleicht wie eine Ausrede, aber Uni hat auch viel Arbeit. Nein, Uni ist aber auch unnormal viel Arbeit. Mhm. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, also ich war auch in der Corona-Zeit bei meinen Eltern und da kann ich allgemein nicht so produktiv sein wie in meiner eigenen Wohnung, mit meinen eigenen Sachen und so. Aber jetzt bin ich wieder in Dortmund und ich versuche wieder regelmäßig für euch Videos zu drehen, Freunde. Oh, und wirklich, ich freue mich wirklich über Videoideen. Schreibt mir gerne, was ihr von mir sehen wollt. Okay. Spürst du das, was ich mache? Ich glaube, du umrandest meine Augen. Ja, ein bisschen. Du weißt nicht. Wieso spürst du, was ich mache? Ey, so, aber... Als wäre das so meine Lippe oben. Ey, wie oft wurdest du denn schon geschminkt jetzt? Nicht oft. Weil ich halt auch nie einen Grund hatte, mich schminken zu lassen. Ja, Mann. Also von Letizia wurde ich mal geschminkt, von Birsen, Baba Klaas wurde ich mal geschminkt. Ja. Und ich glaube, du gehst jetzt zu der... Doch, du bist die Dritte. Wow. Ja. Willst du dich zur Verlobung und so weiter selber schminken? Ja, safe. Mach das. Ich hätte mich zur Hochzeit auch schminken können. Ich opfer, habe einfach so viel Geld ausgegeben. Ja, safe. Und dann habe ich halt... Ich habe dann keine Angriffsfläche, so. Also ich kann dann nicht jemanden anmeckern, wenn es mir nicht gefällt und gemein werden, weißt du? Dann kann ich mich halt selbst das in den Arsch treten. Ja, genau. Sollte ich... Ey, warte. Ich habe gelesen, sie hat noch einen Eyeprimer mitgebracht. Ich benutze keinen Eyeprimer, deshalb. Ich wollte es vorhin auch dann mach es doch so, wie du es machst. Nein. Ich habe nie Eyeprimer benutzt. Früher, glaube ich, so YouTube-Anfangszeit. Krass, das finde ich krass. Weil ich könnte niemals Lidschatten ohne Eyeprimer auftragen. Was? Ich benutze einfach Concealer meistens. Ja, Concealer halt. Kannst du auch verwenden. Das ist ja wie ein Concealer. Eigentlich schon. Ich dachte, du verwendest gar nichts als Base. Gar nichts hätte nicht gekoppelt. Aber im Alltag benutze ich keine. Nee, ich auch nicht. Das mache ich auch nicht. Hat das eigentlich ein Limit, wie lange das aufnimmt? Nein? Ich kann immer nur eine halbe Stunde aufnehmen. Dann hast du das eingestellt falsch. Guck mal, deshalb wünschte ich, ich wäre jetzt bei dir. Ich hätte bei dir alles eingestellt. Sie ist halt so, ich liebe wenn ich das. Fragen habe, dann frage ich immer Sunny. Ich liebe Equipment. Aber ich habe immer so, ich habe Angst, jemanden zu nerven, wenn es um Equipment geht. Weil voll viele YouTuber wollen auch nicht ihre Tricks und Tipps verraten. Ja, aber das ist mit mir auch voll oft passiert. Oh mein Gott. Ich habe manchmal, also ich habe eine Person einfach nur gefragt, was für ein Licht sie benutzt. Mhm. Und es ging ganz schlimm in die Hose. Scheiße, ich weiß nicht, wie ich das auf diesem Auge hinkriege. Oh ja, danke. Bitte. Hey, du musst mich auch gleich am Auge schminken, ne? Viel Spaß.
ist echt Fitness. Ah, ich habe ja schon voll, bei voll vielen so die Augen geschminkt. Bei dir. Bei Hatti, bei Tara, Tamtam Beauty habe ich das ja auch schon gemacht. Krass, echt? Mhm. Ich bin voll nervös, ey. Jetzt hoffen wir, dass ich das nicht verkacke. Dann muss ich nach unten gucken. So? Mhm. Eyeliner kann ich eigentlich voll gut bei anderen ziehen. Echt? Ja, meine Schwägerin. Bei der habe ich das Bolloff gemacht. Ey, sagst du Wattestäbchen oder Ohrstäbchen? Wattestäbchen. Ich sag Ohrstäbchen und alle hassen mich dafür. Echt? Ja, aber steckt man die Dinger nicht in die Ohren? Man sollte sie nicht in die Ohren stecken. Aber warum? Früher hat man das getan, ich weiß nicht warum, aber das ist ja, weil du drückst diesen Dreck ja noch mehr in dein Ohr rein. Ja, aber warum hängt der Dreck daran? Okay, ich spiele mit Lidschatten fett. Ich muss nur noch deine Wimper, also Mascara kannst du bestimmt selber, ne? Ja, aber dann sehe ich das schon. Ich mag, dass du so viele... Ohrringe. I love it. Aber ey, das ist gut, dass du dieses Ding gemacht hast. Ich hätte das auch machen sollen. Das hier? Ja, das kostet echt viel, ne? Ja, 50 Euro mal mindestens. Ich will hier noch gern eins haben. Ey, das soll nicht wehtun. Das haben voll viele gesagt, das tut nicht weh. Und einen Helix wollte ich auch gern. Ich glaube, dann wäre es too much. Aber hier könnte ich einen Helix machen. Hier würde ich was machen, Digga. Hier musst du mehr machen. Hier habe ich nur zwei. Aber das ist halt auch meine Schoko. Ey, es gibt so ein Ding von uns, ne? Also bei den Innern, da machst du das hier so dran. So eine Farbe. Lippenstift. Meine Mutter macht das manchmal mit Lippenstift, da ist so ein rotes Pulver und Walla, das sieht genauso aus. Ich so, hat sie das mitgenommen? So, hat die bestimmt online bestellt. Ich war gerade richtig so, Kommt mit einem Sari hier hin. Ich habe auch meine eigene Sari mitgebracht. Ja, hier, extra für dich gekauft. Ja, aber du könntest ja so Sari und sowas ja auch auf Events tragen, ne? Auf so Hochzeitsevents. Voll viele tragen das. Ich wollte früher immer an meiner Henna-Nacht. Mhm. Indisch anziehen. Ja, so ein Sari fand ich immer so schön. Aber ich habe halt Angst, dass Leute das so disrespectful finden. So ein auf, das ist kein Trend, das ist eine Kultur und so. Ach nein. Genau. Also weißt du, was ich meine? Eben schade, so, sagen. Ich finde das schön. Ich finde, jeder sollte anziehen sollen, was er möchte. Wow, das sieht gut aus. Gib mir die Bronzer in mein Geistgesicht. Give it to me. Woher weißt du, dass du ein Geistgesicht hast? Weil ich habe immer ein Geistgesicht. Also ich ohne Bronzer, Echt? Nee. Aber findest du es schwer für dich, einen Ton zu finden? Geht jetzt. Also früher war es ganz schlimm, weil alles war orange. Bei mir auch. Ja, aber jetzt geht's. Ich muss echt sagen, auch die Drogerie hat sich so krass weiterentwickelt, was Farben und Shade Ranges angeht. Ja. Ja. Was denn zwischen L'Oreal und Maybelline sind richtig krass. Meine Lieblingsbrand, ich glaube, meine Drogerie, ne? Drogerie, ich glaube tatsächlich Catrice. Echt? Ja. Aber Catrice ist die einfach alles. Affordable auch, ne? Ja, die sind affordable und voll Englisch. Die sind halt mega günstig. Also was heißt günstig? Ist ja also Preis-Leistung. Besser als so Marc Jacobs oder so. Also das ist zum Beispiel jetzt die Catrice-Palette und die ist heftig. Damit habe ich das jetzt gespielt. Ich habe jetzt auch ein YouTube-Video mal gedreht. Ich liebe die. Und ey, kannst dich nicht beschweren. Kannst echt nicht. Ey, das ist aber ein Highlighter. Der ist krank. Ich kenne die Brand gar nicht. Oprah? Ach, das ist Oprah, doch, ich kenne die, ich habe die falsch gelesen. Das sind die krankesten, krassesten Highlighter. Also es ist wirklich ein Bam, 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 Bam. Scheiß, Digga, deine Haare sind noch ein bisschen Bam jetzt. Do you see it? Mm-hmm. Can you see it? Guck, im Licht. Oh mein Gott. Jetzt siehst du es, ne? Aber ich glaube, das wird mir nicht stehen. Das wird für mich zu viel. Also. Nee, tatsächlich trage ich das auch nicht mehr so. Ja. Ich mag sogar matte Looks mega. Ich auch. Ja. Aber glaub mir, Bollywood, mehr ist mehr. Mehr ist mehr. Wir müssen glänzen. Aber Lippenstift finde ich immer ganz schwer. Soll ich? Nein! Okay. Soll ich umranden? Soll ich umranden und du machst einfach drauf? Ich mach... Nein, versuch's, komm. Komm, versuch's. Wir wollten jetzt cheaten, aber sie macht's. Oh, ich schwör's dir, ich will's versuchen. Ich mach grad meine eigene Zertifizierung. Ey, das ist nicht mal derselbe Rotton, du Opfer. Nein. Aber ich glaube, ich kann das ein bisschen so... Ja, zeig die, du Opfer. You had one job. Oh mein Gott, okay. Okay, warte, wir müssen jetzt erstmal dein alles so glam und dann Endresult, ne? Okay, also, ich guck gerade nicht auf das Display. Ich kann nichts sehen. Ich kann nichts sehen. Das Licht blendet. Nein, ich zieh jetzt was Hübsches an. Ja. Schmuck, ne? Boah, glaubt man, das wird so krass aussehen. Und dann sehen wir uns in 3, 2, 1. Was ist das jetzt? Sehr gut. It's me. Your body girl. Ey, das ist so krass. Und Leute, das sieht ähnlicher aus als Sunny. Unnormal. Ich sehe aus, ich sehe türkisch das aus. Das sind meine Kindheitsträume, die sind heute in Erfüllung gegangen. Ja.
Ich fühle mich wie Aishwarya, sagt man das? Aishwarya, ja. Aishwarya? Ich so, Aishwarya! Aber sie ist so schön aus, oh mein Gott, ich komme gerade nicht drauf klar. Ey, was das Gesamte, was alles so zusammen ausmacht, ne? Heftig, ne? Hätte niemals gedacht, dass ich mein Messi-Dutt noch dran so oben. Diese mit dem Messi-Dutt. Ich so, aber guckt mal, mein Gewand. Krass. Wie nennt man das? Ist das auch Sari? Nein, man sagt eigentlich dazu eher Suit. Suit? Ja, wir sagen einfach Suit, also Indian Suit. Das ist, also dieses Oberteil ist ein Gemis. So, noch weißer Schluss. Oh ja, scheiße. Aber guckt mal, Leute, wie ich ja. Hübsch. Ich hoffe, euch hat das Umstyling gefallen. Ja. Ich bin voll happy geworden. Wir haben voll viel gelabert. Ja, wir haben unnormal, wir haben richtig Real Talk. Es ist nicht so perfekt geworden, just saying. Ich bin super zufrieden und ich fühle mich, ich ziehe mich nicht aus. Ich gehe gleich essen, ich gehe so mit. Ich schwöre, geht bestimmt zu essen. Ich schwöre dir, locker. Richtig nice. Wow, oh mein Gott. Guck mal, mein Schmuck. Habt ihr meinen Schmuck gesehen? Habt ihr gesehen? Krass, ne? Okay. Ja, meine Träume sind in Erfüllung gegangen. Okay, hast du jetzt den nächsten Traum? Ich habe euch hat das auch Spaß gemacht. Hatte mega Spaß mit Sadi. Ja, ich auch. Und wie gesagt, checkt auch ihr Video ab. Und ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Yes, sie muss mehr Videos drehen. Bitte macht mal Ideen raus. Naja, danke Leute. Fühlt euch geküsst, geknutscht und umarmt. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao. Bye. 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 Yo, ich hab so ein